Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung anlässlich des Tags der Menschenrechte. Liebe Gäste, ich grüße Sie zu Hause an Ihren Bildschirmen. Leider können wir heute nicht persönlich zusammenkommen. Die aktuelle Lage der Corona-Pandemie verhindert es. Ich bedauere das sehr und viele von Ihnen sicherlich auch. Zum Schutz anderer Menschen und auch zum eigenen Schutz beschränken wir uns. Das verlangt viel von uns ab und zeigt ganz plastisch, ganz konkret, was Menschenrechte bedeuten und wie gefährdet sie sind. Umso wichtiger, dass wir heute über die Menschenrechte sprechen und in die Diskussion gehen. Ich begrüße hierzu ganz herzlich unseren Fachreferenten, Herrn Professor von Bernstorff. Herr von Bernstorff ist Professor für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Menschenrechte an der Universität Tübingen. Unsere Moderatorin des heutigen Abends, Frau Coxido, wird ihn gleich im Anschluss ausführlicher vorstellen. Ich greife an dieser Stelle nur eines kurz vor. Lieber Herr Professor von Bernstorff, Sie haben dieses Jahr den Tübinger Menschenrechtspreis verliehen bekommen. Das zeigt Ihr ganz besonderes Engagement in Sachen Menschenrechte und nachträglich auch von mir herzlichen Glückwunsch dazu. Liebe Gäste, ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Frau Alne Ahmad. Sie ist Jesidin, im Irak geboren und vor dem Terror des IS-Regimes nach Deutschland geflohen. Liebe Frau Alne Ahmad, Sie haben brutale Gewalt, tiefstes Leid und einen menschenverachtenden Genozid überlebt. Heute engagieren Sie sich bei dem Verein Farida e.V. und kämpfen für Menschenrechte. Ich bewundere Ihren Mut und Ihre Stärke. Danke. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute Frau Kaller vertreten und mit uns diskutieren. Und ich danke Ihnen nochmals von Herzen, dass Sie heute bei uns sind. Im Normalfall wäre das hier ein Riesenapplaus für Sie. Danke Ihnen. Liebes Publikum zu Hause, ich lade Sie ein, diskutieren Sie mit uns. Schreiben Sie uns Ihre Fragen per E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine spannende Diskussion. Liebe Gäste, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So lautet der erste Satz des ersten Artikels der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der Vollversammlung der Vereinten Nationen vor fast 73 Jahren, am 10. Dezember 1948. Die Botschaft dieses ersten Satzes ist kraftvoll und unmissverständlich. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Seine Würde ist unveräußerlich. Seine Rechte gelten ohne jede Einschränkung. Das heißt, egal wer man ist, wo man herkommt, wo man lebt, wie man aussieht, was man glaubt, wie man liebt und egal was man getan hat. Jeder Mensch ist gleich viel wert und hat die gleichen Rechte. Und diese Rechte sind unteilbar, unveräußerlich und universell. Allein das Menschsein schafft den Anspruch auf Leben, Sicherheit und Freiheit. Diese Botschaft ist kraftvoll. Und die Idee der Menschenrechte leuchtet umso heller, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit sie entstand. Der Zweite Weltkrieg hatte Zerstörung und Vernichtung gebracht. Der Holocaust, ein nicht bekanntes Ausmaß menschenverachtender Gewalt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war die Antwort auf dieses historische Unrecht. Sie war das gemeinsame Bekenntnis der Vereinten Nationen zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Heute, fast 73 Jahre später, strahlt dieses Bekenntnis noch immer in politisches Handeln weltweit aus. Wie ein Leitstern bieten die Menschenrechte Orientierung, leuchten den Weg zu Frieden und Menschlichkeit.
Doch dieser Stern ist auch sehr fern, oft weit weg von den Wegen, die Staaten und eine Vielzahl an Machthabenden einschlagen. Und so bleibt die Verwirklichung der Menschenrechte weltweit noch immer eine Utopie. Gerade in der globalen Corona-Pandemie zeigt sich, wie schnell konkretes politisches Handeln die Menschenrechte unterlaufen kann. Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung haben sich laut des Jahresberichts von Amnesty International in der Pandemie weltweit erheblich verschärft. Und nicht zuletzt werden ärmere Länder bei der Verteilung von Impfstoff benachteiligt. Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Krise der Menschenrechte. So formulierte es Markus N. Beko, Generalsekretär von Amnesty International Deutschland. Ich selbst bin überzeugt, je stärker die Menschenrechte verletzt werden, umso stärker müssen wir sie einfordern. Müssen wir alle, Politik ebenso wie Zivilgesellschaft, die Utopie hochhalten, den Leitstern anvisieren und uns nicht zufrieden geben mit dem Unrecht. Wenn die Vereinten Nationen 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte etwas bewiesen haben, dann, dass globale Kooperation möglich ist, dass internationale Zusammenschlüsse die Weltgemeinschaft weiterbringen. Denn wahr ist auch, dass seit dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Friedenseinsätze das Leben von Millionen Menschen verbesserte, dass wichtige internationale Menschenrechtsabkommen getroffen wurden, dass ein Netz aus Institutionen überall auf der Welt Menschenrechtsverletzungen anprangert und Menschenrechte verteidigt. Das ist gut, aber noch nicht gut genug. Denn die größte Gefahr liegt darin, die Menschenrechte für selbstverständlich zu nehmen. Wenn wir die Menschenrechte nicht einfordern, verlieren sie ihre Kraft. Ein Stern, der nicht gesehen wird, kann keine Orientierung geben. Genau aus diesem Grund freue ich mich sehr über diesen Abend heute, dass er stattfindet trotz Pandemie, dass wir wenigstens digital zusammenkommen und uns gegenseitig daran erinnern, der Mensch steht im Mittelpunkt mit seiner Würde und seinen Rechten. Besonders treffend hat eine Frau diese Haltung auf den Punkt gebracht, Eleanor Roosevelt, Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission und treibende Kraft bei der Erschaffung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie sagte, es reicht nicht aus, über Frieden zu sprechen. Man muss daran glauben. Und es reicht nicht aus, daran zu glauben. Man muss daran arbeiten. Genau das tun wir heute Abend. Ich freue mich nun auf einen spannenden Vortrag und eine lebhafte Diskussion. Wie gesagt, schicken Sie uns Ihre Fragen per E-Mail. Vielen Dank. Die Menschenrechte als Leitstern. Eine schöne Vorstellung, nicht nur, weil wir uns gerade in dieser dunklen Jahreszeit befinden, sondern weil nach wie vor gilt, Menschenrechte müssen verteidigt, geschützt und eingefordert werden. Vielen Dank an die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Monitoren zu Hause oder wo auch immer Sie sich befinden und unsere Gäste hier im Landtag. Das ist allerdings eine überschaubare Zahl hier im Landtag, eben auch Corona-bedingt. Mein Name ist Anna Kokzido, ich begleite Sie durch den heutigen Abend. Ja, Menschenrechte, das ist unser Thema, da übermorgen am 10. Dezember der Gedenktag ist. Denn an diesem Tag, dem 10. Dezember 1948, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen verabschiedet. Als Reaktion, Frau Aras hat es gesagt, auf die Barbarei, die ein paar Jahre zuvor hier stattgefunden hat. Menschenrechte, das ist ein hehres Ziel, das zu erreichen aber gar nicht so einfach ist. Was erwartet Sie? Zunächst ein Vortrag.
und anschließend eine Diskussion, an der auch Sie per Mail teilnehmen können. Sie können jetzt oder auch während der Veranstaltung Ihre Fragen schicken an veranstaltungen@landtag-bw.de. Doch zunächst darf ich Ihnen den heutigen Redner vorstellen, Professor Jochen von Bernsdorf. Er wird uns in die Thematik einführen. Menschenrechte, lieber Herr von Bernsdorf, das kann man schon sagen, das ist Ihr Thema, das begleitet Sie Ihr ganzes berufliches Leben lang. Völkerrecht ist Ihre thematische Heimat und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Heute sind Sie ja in der Wissenschaft tätig. Sie haben an der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen die Professur für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Menschenrecht inne. Aber Ihr Studium, das führte Sie nicht nur nach Marburg, sondern auch nach Frankreich, nach Poitiers und nach Italien, nach Florenz. Ihre Promotion dann wiederum hier ins Ländle, in The Land, nach Mannheim, auch zum Völkerrecht. Und Ihre Auslandsaufenthalte, die sind so zahlreich, dass ich sie gar nicht erwähnen möchte. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Sie sind aber nicht nur Wissenschaftler, Sie sind auch Diplomat. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Das ist eine wunderbare Kombination und eine außergewöhnliche noch dazu. Denn nach dem Studium gingen Sie zum Auswärtigen Amt. Sie waren dort mehrere Jahre. Sie waren im Arbeitsstab für multilaterale Menschenrechtspolitik beim Auswärtigen Amt. Und dabei auch Mitglied von mehreren Delegationen bei den Vereinten Nationen für Deutschland. Sie sind es, auch das sollte hier noch mal erwähnt werden, auch Frau Aras hat es ja gesagt, Träger des diesjährigen Tübinger Menschenrechtspreises. Für ihr Wirken, zu dem auch die Refugee Law Clinic in Tübingen gehört. Und dort, und das ist auch was ganz Besonderes, können Studierende sich nicht nur in Asyl- und Menschenrechtsfragen oder Menschenrecht fortbilden, sondern auch ehrenamtlich Geflüchteten helfen und sie beraten. Der Glaube an das universale Recht, das war der Titel Ihrer Promotion. Ein Glaube, der Sie allen Widrigkeiten zum Trotz offenbar nicht verlässt. Menschenrechte, und da ist die Frage, wie kann Utopie Realität werden? Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mit den Menschenrechten über ein Thema sprechen, das mich spätestens seit Beginn meines Berufslebens beschäftigt, seither umtreibt, Sie hatten es erwähnt, und intellektuell, didaktisch und auch emotional beständig herausfordert, als Diplomat, Aktivist und Akademiker. Dies in Form eines Fachvortrages vor dem Landtag zu tun, ist für mich eine besondere Ehre. Dass Sie für eine solche Veranstaltung einen juristischen Experten ausgesucht haben, zeugt von einer gewissen Risikobereitschaft. Aber dafür vielen Dank. Das Thema meines Vortrags ist die Praxis der Menschenrechte, eine aktuelle Bestandsaufnahme aus völkerrechtlicher Sicht. Ich habe hierfür zwei Thesen zur Praxis der Menschenrechte mitgebracht, die in ein Plädoyer für eine realistische Vision der Menschenrechte münden werden. Ich beginne mit meiner ersten These. Die Menschenrechte sind in einem erstaunlichen Prozess zu einer globalen Sprache für den Protest gegen elementare Unrechtserfahrungen geworden. Eine Art Lingua Franca der internationalen Moral. Sie ermöglichen, individuelles Unrecht in einer Sprache zu kommunizieren, die universale Geltung beansprucht. Das ist alles andere als selbstverständlich und heißt zudem auch noch lange nicht, dass dem so angeprangerten Unrecht auch abgeholfen wird. Schon allein wegen der Selektivität der menschenrechtlichen Mobilisierung um erlittenes Unrecht. Natürlich greifen auch Menschenrechtsorganisationen in ihren Protesten nur die Spitze des Eisberges der täglich stattfindenden Verletzungen auf. Selektiert wird zum Beispiel bei Amnesty International oder Human Rights Watch auch nach strategischen und Effizienzgesichtspunkten. Es gibt hier Gesetze der Kampagnenökonomie. Das heißt, das Streben, mit begrenzten Mitteln möglichst viel politische Unterstützung bzw. Spenden zu generieren. Trotz aller Erfolge des Menschenrechtsdiskurses werden in absoluten Zahlen heute mehr Menschen gefoltert, getötet, willkürlich weggesperrt oder leben in Verelendung und absoluter Armut als jemals zuvor auf diesem Planeten.
Und durch die Klimakrise wird sich die Lage weiter enorm zuspitzen, wenn die wichtigsten nationalen Regierungen nicht doch noch radikal umsteuern. Dazu gehört auch Deutschland, auch wegen seiner Vorbildfunktion und seinem politischen und ökonomischen Gewicht innerhalb und außerhalb der EU. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und lassen Sie mich die These noch einmal zuspitzen. Die Menschenrechte sind heute die einzige globale Sprache, in der elementare Unrechtserfahrungen effektiv kommuniziert werden können. Das heißt, Unrechtserfahrungen und Gerechtigkeitspostulate werden heutzutage überall auf der Welt in der Praxis der Menschenrechte verarbeitet. Diskursiv und institutionell. Dies ist die Folge eines beispiellosen historischen Siegeszuges der Menschenrechte, der international ja erst am 10. Dezember 1948 mit der Annahme der Allgemeinen Erklärung beginnt. Die Menschenrechte haben heute religiöse Bezüge, nationale Traditionen, kulturelle Werte und Gewohnheiten vielleicht nicht verdrängt, aber politisch gewissermaßen überflügelt und treten weltweit mit dem Anspruch universaler Geltung auf. Aus einer strategischen Perspektive muss deswegen politisches Handeln als Handeln im Einklang mit oder sogar für die Menschenrechte dargestellt werden, um nicht als ungerecht, gewaltsam oder illegitim gebrandmarkt zu werden. Ich möchte das anhand von einigen aktuellen Beispielen belegen. Nehmen Sie als erstes den Kampf gegen die ungerechte globale Verteilung von Covid-19-Impfstoffen. Während in westlichen Industrienationen um die 70% der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind, liegt die Impfquote in den ärmsten und besonders bevölkerungsreichen Ländern der Erde immer noch bei unter 5%. Und während wir anfangen, Fünfjährige zu impfen, verhindern globale Patentschutzregeln den schnellen Aufbau einer kostengünstiger Herstellungskapazitäten im globalen Süden. Diejenigen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure, die diese Tatsache ändern wollen, führen derzeit ihren Kampf in der Sprache der Menschenrechte. Das sogenannte TRIPS-Abkommen, internationale Patentschutzabkommen, als Teil des Welthandelsrechts verstößt nach dieser aktuellen Kampagne gegen Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Leben. Der Patentschutz soll, so die Forderung, deswegen in der Welthandelsorganisation über einen sogenannten Waiver ausgesetzt werden. Auch in der Klimakrise wird der Ausstoß von CO2 bzw. die Abholzung von Waldflächen für die Agrarwirtschaft als Menschenrechtsverstoß angeprangert. NGOs hoffen derzeit sogar auf die internationale Strafgerichtsbarkeit, die über einen neu zu schaffenden Tatbestand des sogenannten Ökozids, Ecocide, zur strafrechtlichen Verurteilung von Regierungschefs, wie zum Beispiel Bolsonaro aus Brasilien, führen soll. Aber auch die Flüchtlingsfrage an den europäischen Außengrenzen ist eine Menschenrechtsfrage. So verklagen derzeit 3 Geflüchtete aus einer Gruppe von 200 Männern, Frauen und Kindern, überwiegend syrischer und nordafrikanischer Herkunft, Griechenland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen eines Pushbacks in der Ägäis. Als Verstoß gegen das sogenannte Non-Refoulement-Verbot bzw. das menschenrechtliche Verbot der Massenausweisung. Nach glaubhaften Berichten hatten maskierte griechische Militäreinheiten im Oktober 2020 das aus der Türkei kommende Flüchtlingsschiff gewaltsam geräumt, die Menschen in 2 Schlauchboote gesetzt und diese Schlauchboote dann zurück in türkische Hoheitsgewässer geschleppt. Und als letztes Beispiel die Frage der Welternährung. Derzeit hungern laut UN-Angaben weltweit 811 Millionen Menschen. In der Sprache der Menschenrechte eine massenhafte Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung. Als Zwischenfazit zu dieser These kann festgehalten werden, dass die Sprache der Menschenrechte ubiquitär geworden zu sein scheint. Alles muss und kann erst einmal als menschenrechtliche Forderung geäußert und propagiert werden, um international Gehör zu finden. Ob solche Anrufungen der Menschenrechte auch juristisch Bestand haben, ist eine andere Frage. Es ist die Frage nach der Institutionalisierung der Menschenrechte. Meine Damen und Herren, dies führt mich zu meiner zweiten These. Aus einer internationalen Perspektive muss die Institutionalisierung der Menschenrechte geradezu zwangsläufig
hinter dem politischen Menschenrechtsdiskurs zurückbleiben. Lassen Sie mich dies zunächst am Beispiel der nationalen Ebene erläutern. Schon auf nationaler Ebene ist die volle Institutionalisierung der Menschenrechte ein höchst voraussetzungsvoller Prozess. Die in Deutschland voll justiziable Verfassungsbeschwerde vor einem extrem starken und unabhängigen Verfassungsgericht ist im internationalen Vergleich eine Ausnahmeerscheinung. Auch historisch war der Weg von den großen westlichen Bürgerrechtserklärungen Ende des 18. Jahrhunderts zu effektivem nationalen Grundrechtsschutz durchaus verschlungen und voller Widersprüche. Bekanntlich waren einige der Verfasser der ersten großen amerikanischen Grundrechtskataloge selbst Sklavenhalter auf ihren großen Landgütern an der US-amerikanischen Ostküste. Es gibt in diesen historischen Konstellationen dann Bürger mit Grundrechtsstatus und sonstige Bewohner ohne ein Recht auf Grundrechte. Auch an die volle Gleichberechtigung der Frauen in Grundrechtsfragen war im westlichen Frühkonstitutionalismus nicht zu denken. Schon die berühmte Olympe de Gouges tritt in Paris nach der Revolution mit ihrer eigenen Erklärung der Rechte der Frau mutig für die bei der berühmten Déclaration eben gerade nicht vorgesehenen Menschenrechte von Frauen ein und landet, weil sie nicht abschwören will, unter Robespierre dafür auf dem Schafott. Wir beobachten also in der Geschichte der Menschenrechte machtpolitische Exklusionsmechanismen, die in der Verrechtlichung von Grundrechten durchaus mit formalisiert werden können. Die sprachliche Differenz von Grundrechten versus Menschenrechten, die im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland aufkommt, diente genau diesem Zweck, nämlich die Grundrechte als formalisierte Rechte nur einem bestimmten Personenkreis zuzusprechen, der sich ethnisch, geschlechtlich oder auch nur territorial von anderen Personen abgrenzen lässt. Bis heute besteht ja unter dem Grundgesetz die Unterscheidung zwischen deutschen Grundrechten und sogenannten Jedermannsgrundrechten. Also eine Auswahl von Grundrechten, die explizit nur deutschen Staatsangehörigen zustehen und andere BewohnerInnen unseres Landes von der Grundrechtsgewährung ausschließen. Es handelt sich hier meines Erachtens um eine überkommene Unterscheidung, die, wenn mir diese rechtspolitische Forderung hier erlaubt ist, der verfassungsändernde Gesetzgeber aus dem Grundgesetz streichen sollte. Auch oder gerade weil die Rechtsprechung den Nichtstaatsangehörigen auf anderen Wegen schrittweise bereits vergleichbare Rechte unter dem Grundgesetz gewährt hat. Wie diese Beispiele aber auch belegen, kommt es trotz anfänglicher Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen später häufig zu einer Erweiterung des Kreises der Grundrechtsberechtigung unter Berufung auf Menschenrechte. Das ist jedoch beileibe kein Automatismus, insbesondere im Blick auf den Fremden bzw. auf diejenigen, die zu Fremden gemacht werden. Hannah Arendt hat 1950 diese Differenz zwischen den Rechten der Bürger einerseits und den universalen Menschenrechten der in der Nazizeit ausgebürgerten Flüchtlingen und Staatenlosen andererseits zum Gegenstand ihrer berühmten Kritik der Menschenrechte gemacht. Grundrechte bzw. die Rechte des Bürgers oder der Bürgerin stehen bei Arendt für Inklusion in eine politische Gemeinschaft. Menschenrechte dagegen für Exklusion. Für Arendt symbolisiert die Eigenschaft, nur auf abstrakte, universale Menschenrechte angewiesen zu sein, gerade den Status der Exklusion aus einem politischen Gemeinwesen. Bei dem Gedanken an die Geflüchteten an den Küsten Südeuropas erscheint diese Kritik auch nach wie vor plausibel. Sie sind natürlich Träger von Menschenrechten, aber ein Anspruch auf Eingliederung in die Gemeinschaft der Bürger Europas wird meistens gerade nicht gewährt. Aber sind wir hier nicht zumindest in Europa doch schon viel weiter als zu Arendts Zeit? Schließlich haben wir ja einen voll institutionalisierten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In dem eingangs genannten Pushback-Fall in der Ägäis warten die Geflüchteten tatsächlich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Sie hoffen auf ein verbindliches Urteil zu ihren Gunsten, welches Griechenland dann beachten müsste. Anders als bei der derzeitigen türkischen oder russischen Regierung wäre auch zu hoffen, dass Griechenland das Urteil dann tatsächlich umsetzen würde. Allerdings hatte bei einem spanischen Pushback von Melilla nach Marokko der Gerichtshof kürzlich eine Menschenrechtsverletzung verneint, da der zuvorige Grenzübertritt der Geflüchteten illegal gewesen sei. Aber selbst wenn die drei über die Ägäis Geflüchteten in Straßburg obsiegen sollten und Griechenland verurteilt wird, werden sie hierdurch nicht automatisch ein Aufenthaltsrecht
in der Europäischen Union erhalten. Sie erhalten zunächst einmal nur ein Recht auf Prüfung des Flüchtlingsstatus durch griechische Behörden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Der Europäische Gerichtshof in Straßburg kann die Regierung der Mitgliedstaaten an ihren humanitären Minimalverpflichtungen festhalten. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Aber die Fluchtursachen selbst, wie zum Beispiel Bürgerkriege, Armut, die ungerechte Verteilung von Lebenschancen auf diesem Planeten und die geringe europäische Bereitschaft, Wohlstand zu teilen, entziehen sich alle dem gerichtlichen Individualrechtsschutz durch Menschenrechtskataloge. Dasselbe gilt für die angesprochene Verteilung von Impfstoffen auf globaler Ebene. Wie wir gerade beobachten, ist bereits die temporäre Aussetzung von Patentschutzregeln auf ein nicht einklagbares Wohlwollen der Industrienationen im WTO-Rat angewiesen. Insgesamt haben menschenrechtliche Institutionen auf regionaler und universaler Ebene immer noch zu wenig Druckmittel zur Verfügung, um Menschenrechte auch gegen machtvolle ökonomische und politische Strukturen tatsächlich durchzusetzen. Erschwerend hinzu kommt, dass sich gerade die Großmächte und Staaten mit vielen internen Verletzungen gerne der internationalen Gerichtsbarkeit entziehen. Und selbst die harschen ökonomischen und politischen Sanktionen der EU haben zum Beispiel weder Putin noch Erdogan zum Einlenken bewegt, wenn es um das Wegsperren von politischen Opponenten und Minderheitenvertretern geht. Und bei aller Sympathie für die Ecocide-Klage gegen Bolsonaro, die angestrebte, vor dem Internationalen Strafgerichtshof, ich habe selber an den Vorüberlegungen mitgewirkt, es ist schlichtweg unrealistisch, dass der Internationale Strafgerichtshof, der in 20 Jahren lediglich 3 Verfahren gegen afrikanische Rebellenführer abschließen konnte, und bei der Folter und Kriegsverbrechen durch westliche Regierungen, zum Beispiel in Afghanistan und Irak, wegen politischem Druck bislang konsequent weggeschaut hat, in absehbarer Zukunft den Tatbestand des Ökozids nicht nur einführt, sondern auch einen westlichen Staatschef wegen Brandrodung zu einer Haftstrafe verurteilen wird. Es gibt also eine beachtliche Kluft zwischen den Erwartungen an das Menschenrechtsmedium und dem Institutionalisierungsgrad der Menschenrechte auf internationaler Ebene. Man könnte von einer permanenten institutionellen Ungleichzeitigkeit der Menschenrechtspraxis sprechen. Als Zwischenfazit zur Institutionalisierung halte ich also fest, trotz des unbestreitbaren Siegeszugs der Menschenrechte und großer institutioneller Errungenschaften ist die Arendtsche Kritik an den Menschenrechten leider immer noch aktuell. Nur auf Menschenrechte angewiesen zu sein, ist für mehrere Milliarden Menschen auf diesem Planeten ein immer noch weitgehend hilfloser Zustand. Ich komme nun zu einer Schlussbetrachtung. Was folgt aus dem Glanz und dem Elend des über 70-jährigen Kampfes für und um die Menschenrechte? Was bedeutet das alles auch für unser politisches Engagement für die Menschenrechte? Meine Schlussfolgerung ist, dass ich eine Lanze brechen möchte für eine realistische Vision der Menschenrechte. Eine Vision der Menschenrechte, die erstens bestehende Macht- und Wohlstandsasymmetrien in unserer globalisierten Welt nicht aus dem Blick verliert und sich zweitens der strukturellen Grenzen des globalen Menschenrechtsdiskurses bewusst ist. Zunächst zu den Machtasymmetrien. Menschenrechte als juridische Rechte werden auf absehbare Zeit auf globaler und regionaler Ebene weiter mit erheblichen Durchsetzungsproblemen zu kämpfen haben. Das heißt, viele Regierungen werden sich der unabhängigen Kontrolle durch internationale Gerichte weiter entziehen. Westliche Regierungen neigen dann als Reaktion dazu, die Durchsetzung selber in die Hand nehmen zu wollen, durch harsche Sanktionsregime oder durch unilaterale Interventionen, auch militärischer Art. Wir sind dann schnell bei der Unterscheidung zwischen liberalen, menschenrechtsfreundlichen Demokratien einerseits und dem sogenannten illiberalen, Zitat, Rest. Diese Unterscheidung erinnert natürlich an die koloniale Unterscheidung zwischen den sogenannten, Zitat, zivilisierten und, Zitat, nicht zivilisierten Gesellschaften aus dem 19. Jahrhundert. Menschenrechtsverletzungen dienen dann als Grund für politische oder militärische Interventionen, nicht nur unter Verstoß gegen fundamentale völkerrechtliche Regeln wie dem Gewaltverbot, sondern auch häufig mit zweifelhaftem Erfolg für die betroffenen Gesellschaften. Sowohl Militärinterventionen als auch ökonomische Embargos treffen immer auch, beziehungsweise häufig vor allem, die lokalen Bevölkerung.
Die abschließende Menschenrechtsbilanz nach der Intervention ist häufig negativ. Und wie uns der Postcolonial Turn gelehrt hat, begegnen wir bei diesen Interventionen dann häufig auch dem sogenannten White Savior-Komplex. Das heißt, den medial verbreiteten Stereotypen vom weißen Retter und den schwarzen Tätern und Opfern im globalen Süden. Machtasymmetrien in der internationalen Politik werden aber auch menschenrechtlich relevant, wenn China und Russland derzeit in UN-Institutionen ein neues Verständnis von Freiheitsrechten durchzusetzen versuchen, welches politische und ethnische Minderheiten oder auch Menschen mit bestimmten sexuellen Orientierungen aus den Gewährleistungen der Menschenrechte ausnimmt. Und es insbesondere China schafft, sich gegenüber einer offiziellen internationalen Kritik an den massiven internen Menschenrechtsverletzungen gleichsam zu immunisieren. Man denke nur an die Uiguren. Soweit zum realistischen Blick auf die Machtasymmetrien, in denen Menschenrechtspolitik heute international stattfindet. Anfangen möchte ich zuletzt noch ein kurzes Plädoyer für den realistischen Blick auch auf die strukturellen Grenzen des Menschenrechtsdiskurses. Nehmen Sie noch einmal den Klimawandel als Beispiel. 1750 Klimaklagen wurden weltweit bereits angestrengt, viele davon menschenrechtlich formuliert. Zum einen sehen wir hier wieder, wie anpassungsfähig die Menschenrechtssemantik ist, indem es ihr gelingt, die Rechte zunächst exkludierter, ungeborener Menschenrechtsträger in ihre Gewährleistungsgehalte mit aufzunehmen. Ein vielbeachteter neuer Weg zur Einbindung künftiger Generationen wurde hier kürzlich bekanntlich vom Bundesverfassungsgericht bestritten. Zum anderen zeigt aber auch gerade die Klimadebatte, dass eine Verengung auf Individualrechte auch Kosten hat. Strukturelle Ungerechtigkeiten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es der westliche Lebensstil war und ist, der die Welt gerade an den Abgrund der Klimakatastrophe führt und wir deswegen eine höhere Verantwortung haben, nicht nur wirklich Emissionen zu stoppen, sondern auch Finanztransfers an die Länder zu leisten, die von der Klimakrise am stärksten betroffen sind. Solche Verteilungsfragen fallen bei einer rein menschenrechtlichen Betrachtung aber erst einmal unter den Tisch. Bei den meisten aktuellen Klagen geht es um die Einhaltung selbstgesetzter staatlicher Reduktionsziele. Das ist gut und wichtig, aber es bildet, wie gesagt, nur einen begrenzten Ausschnitt der Gerechtigkeitsfragen in der Klimadebatte ab. Wie beim Flüchtlingsproblem oder auch im Gesundheitssektor bleiben die harten Fragen der historischen Verantwortung und der notwendigen Umverteilung des Wohlstands zwischen Nord und Süd unterbelichtet. Ich komme damit zum Schluss. Der Erfolg der Menschenrechtssemantik seit der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 ist unübersehbar und eine große historische Errungenschaft. Hinter diesem Erfolg des Menschenrechtsdiskurses musste die institutionelle Verwirklichung der Menschenrechte auf internationaler Ebene geradezu zwangsläufig zurückbleiben, trotz vieler erzielter Fortschritte. Unser Engagement für die Menschenrechte bedarf deswegen eines realistischen Blicks. Eines Blickes auf die Menschenrechte, der die Machtasymmetrien unserer globalisierten Welt genauso berücksichtigt wie die strukturellen Grenzen einer individualisierten Menschenrechtssemantik. Nur so können wir die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Menschenrechtsbewegung steht, richtig erkennen. Für eine solche realistische Vision der Menschenrechte, verstanden als Befreiung der Menschen aus elementarem Unrecht in einer globalisierten und ungleichen Welt, lohnt es sich weiter gemeinsam zu streiten. Vielen Dank. Ja, der Realitätscheck einer Utopie. Vielen Dank, Professor Jochen von Bernsdorf. Wir wollen nun hier über die Menschenrechte diskutieren und bei uns sind neben Herrn von Bernsdorf, darf ich Ihnen auch noch die anderen Gäste vorstellen. Bei uns sind Sana Ali Al-Nehamat vom Verein Farida e.V. Sie gehören zu den Frauen, die den IS besiegten. Das ist der Leitspruch Ihres Vereins. Herzlich willkommen. Sie sind über das Programm der Landesregierung von Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen, als eine der rund 1000 jesidischen Frauen, die hier aufgenommen wurden. Und Ihr Verein unterstützt diese Frauen, er hilft bei der Aufarbeitung und will eine Stimme sein für die Opfer von Verfolgung und Völkermord. Und bei uns ist auch Herr Abdelrazak Saleh. Sie unterstützen uns, falls es notwendig wird, bei der Übersetzung. Sie sehen hier auch einen leeren Stuhl, hier links von mir.
Auf diesem Stuhl sollte Farida Khalaf Platz nehmen, jene Frau, die Co-Autorin des Buches ist, das Mädchen, das den IS besiegte. Sie gab dem Namen, dem Menschenrechtsverein Farida, ihren Namen. Auch sie kam über das Landesprogramm von Baden-Württemberg nach Deutschland. Farida Khalaf kann nicht hier sein, deswegen der leere Stuhl, sie ist momentan im Irak. Denn noch immer sind Menschen, die 2014 dem brutalen Morden des IS zum Opfer gefallen sind, vermisst. Mehr als 70 Massengräber wurden mittlerweile gefunden und in einem, das jüngst gefunden wurde, waren auch die Überreste von Farida Khalafs Bruder, Großmutter und Onkel. Sie ist nun in den Irak gereist, um ihre Angehörigen zu begraben, um Abschied zu nehmen. Und auch wenn wir gerne geglaubt hätten, dass Gräueltaten sich nicht wiederholen, so sehen wir, Herr Bernstorff hat es in seinem Vortrag erwähnt, dass heute mehr getötet und gefoltert wird als je zuvor. Unvorstellbares Leid wurde den Jesiden und den Jesidinnen 2014 zugefügt. Hunderttausende Menschen wurden vertrieben, Tausende von Menschen getötet und Tausende, vor allem Frauen, entführt. In Artikel 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in all ihren Formen sind verboten. Frau Nermatt, Sie waren Studentin der Geografie 2014, im ersten Studienjahr, als Sie entführt wurden und Sie waren 4 Monate in Gefangenschaft des IS. Und Sie konnten entkommen, andere nicht. Die Täter, die werden selten bestraft. Wir hatten jetzt das erste Mal eine Strafe eines Täters, nämlich diese Woche. Da wurde also 7 Jahre nach der Vertreibung zum ersten Mal in Deutschland ein wegweisendes Urteil, Gerichtsurteil, gesprochen. Ein Gericht hat entschieden, dass ein ehemaliges Mitglied des IS, des Islamischen Staates, des Völkermords an den Jesiden sich schuldig gemacht hat. Schuldig auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Es ging um eine verschleppte Frau und ihre Tochter, die grausam verdursten musste. Frau Nermatt, wir haben jetzt zum ersten Mal ein solches Urteil. Was bedeutet dieses Urteil für Sie? Okay. Danke Ihnen und ich möchte zuerst die Frau Präsidentin danken, dass sie uns heute geladen ist. Danke Ihnen. Und das ist unser Traum, dass die ISIS-Verbrecher so Strafe bekommen. Das ist mein Traum und die alle anderen Überlebenden, die Frauen und Mädchen und Kinder Traum. Das ist, wir sind froh und wir danken Deutschland, dass es solche tolle Schritte, große Schritte gemacht hat. Und wir wollen, dass die anderen Länder auch solche Schritte machen. Das ist, wir möchten, dass die anderen auch nachsehen, zum Beispiel alle Länder, die europäische oder Irak. Und dass, wenn die ISIS-Verbrecher bestraft werden, so finden wir Sicherheit. Wir möchten, dass sie im Gefängnis sind, wie früher. Wir waren auch im Gefängnis, sie waren frei. Jetzt wollen wir das sehen, dass sie im Gefängnis und wir stehen, wir sagen, was sie mit uns gemacht haben. Das war ohne Gründe, das war ohne nichts, also wegen nichts. Nur waren wir Jesiden oder Minderheit, dass sie haben das gemacht. Deswegen, wir sind froh für diesen großen Schritt und danke Deutschland. Danke Ihnen. Können wir, Herr von Bernstorff, sagen, dass dieses Gerichtsurteil in die Kategorie Glanz gehört und nicht in die Kategorie Elend? Auf jeden Fall. Es gibt ja das sogenannte Weltrechtsprinzip, nachdem bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit jeder Staat der Welt solche Straftäter aufgreifen und verurteilen und bestrafen darf. Und auf diesem Weg hat auch gerade Deutschland in letzter Zeit einige wichtige, bahnbrechende Urteile die deutsche Gerichtsbarkeit tatsächlich auch verabschiedet. Und das ist ein großer Erfolg für die Menschenrechte. Ich darf mal noch einmal Artikel zitieren. Artikel 13 der Charta der Menschenrechte heißt es unter anderem, jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Und in Artikel 14 heißt es, jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Wenn wir jetzt aber schauen, Europas Grenzen beispielsweise, Sie haben es erwähnt, wenn wir schauen, Polen, Belarus, Sie haben die griechisch-türkischen Gewässer erwähnt, wenn wir schauen, wie Geflüchtete beispielsweise in Moria untergebracht werden und wenn wir sehen, dass Pushbacks mehr oder weniger nicht verfolgt werden. Und man hat den Eindruck, dass Europa auch kein Interesse daran hat, hier groß Aufklärung zu leisten. Wie passt das denn mit dem hehren Ziel der Menschenrechte zusammen? Ja, also das ist ein großes Problem. Deswegen habe ich es ja auch angesprochen, dass Europa die europäische Menschenrechtspolitik hat, indem sie da meines Erachtens in vieler Hinsicht nicht wirklich glaubwürdig ist. Es ist in den Lagern nichts oder sehr wenig passiert, obwohl alle darüber gesprochen haben, dass sich das, die Situation in den Lagern in Griechenland unbedingt ändern muss. Es gibt auch diverse Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der gesagt hat, die Situation in den Lagern ist unwürdig, ist eine Verletzung der Menschenwürde. Es wird auch jetzt deutsche Gerichte, habe ich jetzt gerade gesehen, schieben nicht mehr zurück ab, Leute aus Lagern, die aus Griechenland kommen, obwohl sie es normalerweise nach Dublin 3 müssten, die dann wieder zurück nach Griechenland. Sie tun es nicht mehr wegen der Situation in den Lagern. Belarus ist ein ähnlicher Fall, wo man sieht, wie wenig dann wirklich passiert für die Menschen, wenn es dann mal drauf ankommt. Wir haben da aber jetzt auch Interim-Maßnahmen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der gesagt hat, Polen muss die Geflüchteten an der Grenze unterstützen. Ob Polen das jetzt umsetzt, ist eine andere Frage, aber zumindest ist die internationale Gerichtsbarkeit, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ist da eingeschaltet worden und hat ganz klar auch gesagt, diese Zurückschiebung geht nicht. Und eben auch, es muss eine Versorgung stattfinden. Wenn man sich das dann aber anschaut und wenn man dann anschaut, Sie haben vorhin auch in Ihrem Vortrag erwähnt, dass selbst Menschenrechtsorganisationen nach dem Prinzip der Ökonomie vorgehen. Ist es doch erstaunlich, das hat mich jetzt schon auch erstaunt, dass man also sich vorher offensichtlich, so habe ich das jetzt verstanden, anschaut, was hat Aussicht auf Erfolg, auf Öffentlichkeit und je nachdem handle ich. Kann sich dann also eine Menschenrechtsorganisation, ist ein bisschen fragwürdig, oder? So zu handeln. Also ich weiß nicht, ob ich würde nicht sagen, dass das unbedingt fragwürdig ist. Ich denke, es ist auch ein Überlebenskampf dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich natürlich auch irgendwie finanzieren müssen, die ihre Mitarbeiter bezahlen müssen, die ihre Kampagnen finanzieren müssen. Und dass sie nur ausgewählte Fälle wirklich mit großen Kampagnen dann publik machen können, ist fast schon naturgegeben, so aufgrund der begrenzten Mittel. Aber natürlich sieht man schon auch, dass bestimmte Themen einfach in bestimmten Momenten Konjunktur haben und plötzlich dann auch jetzt zum Beispiel bei Corona keiner mehr darüber spricht. Also dass auch wir viel über Belarus gesprochen haben, jetzt auch noch vor ein paar Wochen und jetzt dann plötzlich geht die Aufmerksamkeit wieder runter, weil es irgendwie um die Ampel geht. Oder also wir sind doch auch sehr in unseren nationalen Diskursen gefangen. Und wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen für internationale Menschenrechtsthemen ist für die NGOs auch tatsächlich schwierig. Ja, und deswegen überlegen sich natürlich genau, welche Kampagnen sie aufsetzen, um überhaupt durchzudringen in der Tagespolitik, in der Tagespresse und auch wirklich Gehör zu finden. Ja, durchdringen mit den Themen. Nach wie vor sind ja viele Menschen im Irak vor Verfolgung nicht geschützt, Frau Al-Nermat. Wie sieht das denn für Sie aus? Also was müsste eigentlich jetzt geschehen? Was würden Sie jetzt fordern in Bezug auf die Menschen, die verfolgt werden? Ja, also ich denke, die von Menschenrechte, dass wir sprechen im Irak, gibt es viele, viele Fälle, die schweres Leben haben. Dass sie, wenn die Verfolgung, also die kommen nach Europa, sagen wir so, oder andere Länder, aber die in der Grenze können nicht einfach kommen. Oder das ist, die werden zurück. Also ich habe auf Social Media eine Familie gehört, dass sie waren in Belarus, die haben alles verloren. Sie lebten in einem Zelt im Flüchtlingslager, im
Kurdistan, aber die sind zurück geworden, dann hatten sie alles. Sie hatten nichts. Deswegen gibt es jetzt viele, viele, die Jesiden oder die anderen Menschen auch im Flüchtlingslager im Kurdistan. Aber die seit 7 Jahren wohnen dort, nur in einem Zelt. Im Sommer, im Winter, jede 2 Tage brennt ein Zelt. Und Unterstützung gibt es sehr wenig. Also alle sprechen darüber, aber in Realität finden wir nicht so viel. Deswegen ist es sehr schwierig, finde ich. Und zum Beispiel ist meine Schwester wohnt in einem Flüchtlingslager jetzt im Kurdistan. Ja, also finden wir, also immer wird gesprochen darüber, Menschenrechte, also nur am Papier bleiben. So in Realität sehen wir nicht viel. Das heißt, sehen Sie da auch eine große Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den wir hier in Europa auch haben mit Menschenrechten oder im Westen, und dem, was in der Realität dann stattfindet? Ja, also finde ich, hier in Europa sagen wir, die Länder, die großen Länder können entscheiden oder können mehr leisten. Dass die hätten sie nicht nur darüber gesprochen, in Realität machen sie mehr. Also die Leute im Irak, sagen wir, oder die im Flüchtlingslager brauchen viel Unterstützung, viel Hilfe. Also jetzt gibt es weniger, aber wenn die können entscheiden, können mehr leisten, dass sie hätten mehr gemacht. Also. Brauchen wir dann tatsächlich die dramatischen Bilder, so wie wir sie 2014 gehabt haben, die dramatischen Bilder, damit überhaupt Hilfe dann entsteht? Und wann wirkt eigentlich, Herr von Bernstorff, wann wirken diese Bilder? Wir hatten ähnlich dramatische Bilder auch von den Rohingya beispielsweise, aber da ist nicht viel geschehen. Ja, also es gibt eine großen Unterschied, welche Menschenrechtsverletzungen durchdringen in westlichen Öffentlichkeiten und auch politisches Handeln dann bestimmen. Und ich glaube, es geht häufig darum, auch für die zivilgesellschaftlichen Organisationen ein bestimmtes Thema eine gewisse Zeit lang auf der Tagesordnung zu halten, damit überhaupt die Politik reagiert. Weil sie tatsächlich ja auch sehr medienorientiert agiert, die Politik. Und das ist eben auch eine Frage der Bebilderung, denke ich, die Sie ansprechen, dass das, glaube ich, tatsächlich zentral ist, um eine solche Kampagne dann auch zu führen und um lange irgendwie auch in der Tagespolitik oder in der Tagespresse wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig würde ich nicht unterschätzen, wie viel Arbeit zivilgesellschaftliche Organisationen, auch kleine Organisationen, Tag für Tag leisten, völlig unter dem Radar der Presse, unter dem Radar der Politik, um eben Hilfe zu leisten, wie jetzt hier Farida oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die mit dem, was sie können und mit den Spenden, die sie generieren können, auch ohne die großen Kampagnen und ohne die Mittel, die vielleicht Amnesty International hat, tatsächlich Hilfe leisten vor Ort in den betroffenen Ländern zu allen möglichen Themen. Das Spektrum ist sehr ausdifferenziert. Es geht auch um soziale Menschenrechte, Recht auf Nahrung. Gibt es ganz spezielle Organisationen, FIAN zum Beispiel in Heidelberg, die sich eben ganz schon lange für das Menschenrecht auf Nahrung einsetzen. Das kriegt man vielleicht nicht so mit, aber da wird gute Arbeit geleistet und tagtäglich eben auch was bewegt. Nicht so viel, wie man gerne das hätte, aber ich denke, man sollte das nicht unterschätzen, dass tatsächlich da viel zivilgesellschaftliches Engagement stattfindet, auch in Deutschland. Das heißt also, sich nicht entmutigen lassen, auch wenn man jetzt nicht nur die erste Meldung ist in der Tagesschau. Sie sind ja nun schon sehr, sehr lange unterwegs bei dem Thema. Wir haben ja gesagt, das ist ja Ihre berufliche Heimat. Und das umtreibt Sie schon Ihr ganzes Leben lang. Sie haben nun sehr viel gesehen, sehr viel geforscht, auch als Diplomat auch einiges erlebt. Glauben Sie denn noch an das Gute im Menschen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt eben, wie ich gerade schon sagte, viele auch Menschen erlebt habe und aktuell erlebe, die sich engagieren, wenn ich auch sehe, wie stark sich auch Studierende jetzt auch zum Beispiel für so eine Refugee Law Clinic begeistern und ehrenamtlich dort Beratungen anbieten, alles jenseits ihrer normalen Studientätigkeit. Also ich glaube auf jeden Fall in das Gute im Menschen. Und ich glaube auch, dass man, wenn man die Themen auch von der Politik her richtig formuliert, dass man sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft auch in Deutschland generieren kann in der Bevölkerung. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich finde auch, dass 2015
gezeigt hat, wie viel dann auch an Unterstützung aus der Bevölkerung kam, wenn man das Thema richtig eben auch transportiert und entsprechend auch dahinter steht, auch von Seiten der Politik. Gleichzeitig habe ich aber auch natürlich erlebt, dass Menschenrechte auch gerne als Dekoration benutzt werden und auch oft erlebt, dass dann wirklich die Bereitschaft, strukturell auch was zu ändern und an Probleme ranzugehen, dann auch sehr gering ist, wenn es dann plötzlich mal zur Sache kommt. Also wenn auch eigene Interessen betroffen sind, auch eigene ökonomische Interessen betroffen sind. Also da kann man dann manchmal schon ein bisschen auch zweifeln. aber es ist eben Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten, Glanz und Elend, wie Sie gesagt haben. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Sie verabschieden. Sie haben noch einen dringenden Termin, der Corona-bedingt, muss ich dazu sagen, vorverlegt wurde und Sie deswegen uns verlassen müssen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Es war sehr, sehr spannend. Und wir hätten sicherlich noch viele, viel mehr Fragen. Aber erstmal für Sie einen schönen Abend und vielen Dank. Herzlichen Dank. Frau Lernmatt, ich mache mit Ihnen weiter. Sie haben, wir haben es ja gesagt, Grausames erlebt und fast Ihre gesamte Familie wurde gefangen genommen, Ihre beiden Schwestern und Sie wurden auch gefangen genommen. Wir haben gerade gehört, was Herr von Bernstorff gesagt hat, also wie zivilisiert ist der Mensch, wozu ist der Mensch fähig, was kann er alles machen? Sie haben ja Grausames erlebt. Also, sage ich, also wir, also es ist passiert, Kriege passiert, Verfolgung passiert, dass wir Unterstützung bekommen, wenn die Leute, die viel Schlimmes erlebt haben, wenn die ein bisschen Unterstützung bekommen, werden die ein bisschen stark. Oder das sagen sie, dass ich habe jemanden, der mir hilft, zum Beispiel Organisation oder ein Land. Deswegen, wenn die also Unterstützung bekommen, das werden sie ein bisschen stark und lernen anders Neues, entdecken sie anders Neues. Also finde ich, das ist so. Mhm. Wollen Sie erzählen, was Ihnen passiert ist? Ja. Dann erzählen Sie. Also ich bin Sana Ali Al-Nermat. Ich komme aus Irak, aus Stadt Schengal. Mhm. Aus einem kleinen Dorf, Domis heißt das. 2014, es ist ein Genozid passiert gegen Jesiden. Also ISIS ist zu unseren kleinen Dörfern und Städten gekommen. Wo ich wohnte, Domis, das ist Mehrheit war Muslimen, Kurden und Araber. Zuerst ISIS hat die Dörfer, die Jesiden hat genommen. Also die Jesiden hatten gekämpft, aber es ist, konnte nicht. ISIS war es viele. Mhm. Deswegen die sind noch nicht so um meinem Dorf gekommen. Die sind direkt, den Autobahn zwischen den Jesiden-Dörfern und Stadt Schengal war direkt, fährt neben meinem Dorf. Deswegen die ISIS ist direkt zu Schengal gegangen. Wir wussten nicht, was passiert. Wir konnten nicht fliehen. Wir waren 2-3 Tage zu Hause geblieben. ISIS ist 8 Mitglieder zu uns gekommen, zu Hause. Und die wussten, dass wir Jesiden, dass wir sind geblieben. Unser Auto war kaputt. Damals konnten wir nicht fliehen mit unserem Auto. Die haben an unserer Tür geklopft. Mein Vater hat das geöffnet und die haben mein Vater gesagt, sie sind Jesiden, sie sind geblieben. Die haben mein Vater gesagt, wenn wir jetzt dich töten, was machen sie? Er hat gesagt, ich kann nichts machen. Gibt es niemanden, der mir hilft? Gibt es keine Regierung? Alle Polizei sind weg, alles von, also Armee ist es weggegangen. Dann sind sie da und sie können alles machen. Sie haben alle Familien gesehen. Wie viel waren wir? Wir waren 8. Mhm. 8 Familienangehörigen. Und dann, danach, sie haben meinen Vater gesagt, müssen sie zu uns kommen. Die hatten ein Haus, sagen wir, genommen als ihrem Zentrum. Und dann müssen sie zu Islam kommen. Dann, die sind weg.
Danach konnten wir fliehen von so, von unser Haus fliehen zu. Wir wussten, dass Kojo-Dorf ist noch Isiden da und einfach wir als Familie zu Kojo gegangen. Und wir haben gesagt, dass wir Isiden und Kojo, die Leute auch, sie sind Isiden. Was mit denen passiert, dann passiert mit uns auch. Konnten wir nicht zum Stadt Shingal oder zum Shingal-Berg fliehen, weil ISIS war dazwischen. Und dann sind wir mit Kojo-Leute geblieben bis 15. August. Und dann ist ISIS hat die Leute in der Schule gesammelt einen Tag. Die haben gesagt, wir helfen, dass sie zum Berg fahren und dass sie danach nach Kurdistan, egal wo sie wollen, dann können sie da gehen. Aber zuerst, die haben eine, etwas gefordert, das müssen wir zu Islam gehen, zuerst. Mhm. Konvertieren. Aber, ja, aber niemand hat das gemacht. Mhm. Deswegen, die haben zuerst Männer genommen. Aber weiß ich nicht, damals war es in einer Schule, so viele Leute, konnte ich nicht hören, was passiert. Alle sprechen, also so viel laut war. Und danach haben die Frauen, Kinder und Mädchen mit dem Auto nach Shingal genommen. Gab es ein Institut dort, dass sie alles dort gesammelt haben. Meine Mutter war, mein kleiner Bruder und drei Schwestern. Aber in der Nacht haben die Mädchen getrennt von ihrer Familie. Und die haben die Muttern gesagt, mit ihren Kindern gehen sie die andere Stock, also Etage, da sie essen. Und dann, die haben Nacht um 12 Uhr Nacht, haben die große Busse gebracht und dann die uns als Mädchen, die kein Kinder haben oder die sind geheiratet und kein Kinder haben, dass sie nach Mosul gefahren. Mhm. Und konnten wir das nicht verhindern. Egal was machen wir, diese Männer haben alles und können wir nichts machen. Dann ist, haben uns nach Mosul gebracht, da in einem Tag in einem großen Haus war. Anderem Tag haben die auch so 50, 60 Mädchen zu anderen Haus genommen. Ich war und meine zwei Schwestern waren wir zwischen. Und dann jeden Tag kam es ISIS und nimmt die Frauen, also die Mädchen, die wählen das. Mhm. Egal welche. Die Frau, die sie wollte. Ja, wenn eine sagt, ich gehe nicht, die wird geschlagen, zwungen genommen. Ja. Und da wollen wir bis September, sagen wir, einen Monat dort geblieben. Mhm. In Mosul, dann am Ende, ich mit zwei Schwestern, noch ein Mädchen geblieben in diesem Haus. Und kam es ISIS aus Syrien. Die waren aus Russland und Ukraine und aus Pakistan da waren. Die haben uns nach Syrien genommen. Mhm. Das war ein großes Haus. Da üben die alle viele Autos waren, da wie ein Zentrum für die. Mhm. Und dann die haben alles mit uns gemacht. So. Und die haben meine kleine Schwester von mir genommen auch. Und da jeden Tag ist so schlimm, wenn wir etwas nicht verhindern können, dann werden wir uns geschlagen. Also dann ist danach, die haben meine kleine Schwester von mir genommen und weg von woanders gebracht. Mit älterer Schwester und haben uns zum anderen Haus, zum Stadt Raqqa. Wollen Sie noch weiter erzählen? Ja, also bis Ende. Okay. Ja, und dann vier Monaten, ich konnte mit meiner älteren Schwester fliehen und die kleine Schwester ist geblieben. Ist sie noch dort? Sie ist Mai 2019 so freigekommen. Mhm. Also ist 5 Jahre ist da geblieben. 5 Jahre? Sie ein paar Monate und ihre Schwester 5 Jahre? Ja. Und bis jetzt, meine Eltern sind noch vermisst und zwei Brüder. Mhm.
Sie vermissen, Sie haben gesagt, ja, Ihre Eltern und Ihre zwei Brüder. Ja. Wir haben das Beispiel von Frau Halaf, die jetzt gefahren ist. Sie hat sie auch lange vermisst. Sie weiß jetzt zumindest, welche sind tot. Wie wichtig ist es denn, dass man abschließen kann? Kann man überhaupt abschließen, Frau Jammert? Ich denke nicht. In unserem Gehirn oder in unserem Herzen können wir nicht abschließen. Also jetzt Farida ist gegangen, mein Bruder, älterer Bruder und mein Vater auch, war im gleichen Tag vermisst. Ich weiß, dass ich meinen Tag auch komme, dass ich die Leiche sehen, die Knochen von meinen Eltern sehen, vielleicht. Deswegen, also, das ist, die kommen zurück, also als Knochen aber. Mhm. Also. Ja, und das ist eine traurige Gewissheit. Es ist zwar eine Gewissheit dann, die man hat, aber es ist nicht die Gewissheit, die man eigentlich sich gewünscht. Ja, wir können nicht die Älteren so sehen wie die früher, also nur als Knochen. Mhm. Sie sind über dieses Programm nach Deutschland gekommen, ja, vor ein paar Jahren. Wie einfach war es denn für Sie hier, als Sie dann, oder wie schwer war es? Wie war das, als Sie hier gekommen sind? Von dieser unvorstellbaren Grausamkeit, die Sie dann erlebt haben, kommen Sie dann hierher, ja, in ein Land auch mit Autobahnen. Ja. Aber nicht nur das. Ja. Ja. Wie war das für Sie? Wie kommt man innerlich an? Man hat ein Haus, man hat ein Bett, aber wie kommt man innerlich an? Ja, also für mich war, dass ich von Irak weggehen, dass ich nicht mehr alles erinnern, was mit mir passiert, dass ich in einem anderen Land frei für mich selber, dass ich darüber sprechen können, was mit meiner Familie passiert. Und von vielen Seiten ist Deutschland besser. Also es war am Anfang schwierig mit der Sprache, aber wir haben gekämpft, wir haben die Sprache gelernt, wir haben die deutsche Kurse besucht. Also ich habe viel gelernt, dass ich bis heute kann ich auf Deutsch alles erklären. Das war am Anfang nicht einfach, aber es war besser, als man im Irak bleibt. Das ist richtig. Sie hatten angefangen, Geografie zu studieren. Ja. Fehlt Ihnen das jetzt, das Studium? Ja, sehr. Und ich habe, als ISIS hatte mich nach Mosul gebracht, ich habe meine Universität gesehen. Ja, wir haben vorbeigefahren. Mhm. Also ich habe mein Zimmer gefunden, also gesehen, wo wohnte ich, wo schlafe ich. In der Universität war ein Studiumheim, sagen wir, für Studenten, für Frauen. War Ihnen damals klar, dass Sie das nie wieder sehen werden oder dass Sie nie wieder studieren werden, dort zumindest nicht wieder studieren werden? Ja, dort im Irak habe ich, ja, ein Tag wird es ISIS weg, aber wann, man weiß das nicht. Also ich hatte Glauben, dass ein Tag wird weg, aber wann, man weiß nicht. Vielleicht sterbe ich und sehe ich diesen Tag nicht. Also deswegen, damals hatte ich nicht gedacht, dass ich wieder zurück zu Uni. Mhm. Sie sprechen über Ihr Schicksal. Sie haben auch hier über Ihr Schicksal gesprochen und uns daran teilhaben lassen. Sie gehen, sowohl Sie persönlich als auch über den Verein, über Farida, Sie gehen an die Öffentlichkeit. Ja. Warum ist es wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen für Sie? Weil gegen Jesiden viele Genozide früher passiert, aber damals konnte niemand erzählen oder gab es kein Social Media, sagen wir so. Das ist, jetzt kann man nicht wissen, was damals passiert. Deswegen heute können wir darüber sprechen, was mit uns passiert, und sollen wir das sagen? Das ist ohne Grund mit uns passiert. Ich habe nichts gemacht. ISIS hat mich verkauft und wurde ich alles mit mir gemacht. Warum? Deswegen spreche ich darüber. Und ich möchte, dass die anderen Überlebende auch. Wir sind Überlebende, deswegen. Wir haben das hinter uns, sagen wir so, aber unsere Familie noch vermisst. Aber trotzdem, wir sind Überlebende. Wir sind kein Opfer mehr. Mhm. Deswegen ich spreche darüber. Das ist wichtig, dass die anderen Leute auch wissen, was ist passiert, was ist genau passiert. Und das ist Wahrheit, dass ich bin ein Beispiel. Ja. Ja, und dass Sie dann da stehen und sagen können, ich bin noch da. Ja. Sie haben Pläne, oder? Also Sie wollten ja mal Geografie studieren, jetzt studieren Sie nicht Geografie, aber Sie haben sicherlich Pläne. Natürlich. Also. Welche Pläne haben Sie? Also ich arbeite seit 2 Jahren als Dolmetscher.
als Sprach- und Kulturmittler für kurdische und arabische Sprache zuständig. Und ich habe als Zukunft, ich möchte eine Ausbildung als Bürokauffrau machen. Und da kann man in vielen Firmen, Behörden arbeiten. Da möchte ich das machen. Das wünschen wir Ihnen dann auch, dass es alles wirklich auch klappt, so wie Sie sich das vorstellen. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Angehörige von Ihnen auch gefunden werden und Sie auch Ihre Schwester auch nach Deutschland holen können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Frau Al-Nermat von Farida e.V., dass Sie hier da sind. Ich möchte mich auch, Herr Saleh, bei Ihnen bedanken für das aufmerksame Zuhören. Wir haben jetzt gesehen, das hat so wunderbar funktioniert, aber schön, dass Sie dabei waren und trotzdem so eine Stütze waren, dass wir dachten, wenn es eine Frage gibt, dann können wir auf Sie zugreifen. Ich möchte mich natürlich bei Herrn von Bernstorff bedanken für den tollen Vortrag und ganz besonders bei der Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, die diesen Abend ermöglichte, bei Frau Arras. Und ich möchte auch enden mit dem Zitat, das Frau Arras Sie eingangs nannten, Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sollten wir nicht vergessen. Einen schönen Abend.